Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Es tut mir leid, dass die letzten paar Tage nichts kam. Es war erstmal wegen dem Wetter, das war mir zu warm gewesen, kann glaube ich jeder verstehen. Und dann hatte ich mein Grafikkartentreiber geupdatet, der war irgendwie von 2006 gewesen. Das könnte es vielleicht erklären, warum das immer alles geruckelt hat. Ich hoffe, dass diese Ruckelei weg sind. Was ihr jetzt vielleicht merkt, ist auf jeden Fall, dass meine Stimmqualität wesentlich besser ist. Dadurch, dass ich geupdatet habe, macht der MSI Afterburner nicht mehr mit. Also er nimmt nicht mehr auf. Habe ich schon versucht, Lösungen zu finden, nachgefragt und so. Habe ich aber keine gefunden, deswegen hat man mir gesagt, nimm ein anderes Aufnahmeprogramm. Okay, dann habe ich mir jetzt Dextory besorgt. Und da kann ich Gott sei Dank die gute Audio benutzen. Das ist für mich schon mal ein großer Vorteil. Der einzige Nachteil, den ich jetzt habe, ich habe jetzt keine schöne Anzeige mehr, wie lange ich aufnehme. Aber wozu gibt es so Kleingeräte wie Tablets, wo man eine Stoppuhr hat? So, jetzt habe ich schon über den Mittel gequatscht, dann werden wir jetzt mal hier weitergehen. Feindbeschuss! Ja, geht jetzt super los. Voll im Ziel. Ist da noch einer? Laut Radar nicht. Aber laut Musik ist hier noch was. Okay, ist keiner. Ich denke mal, wenn wir gleich hier weiter um die Ecke gehen, geht's wieder los. Nee, das ist nur... Ach, ich weiß. Ja, genau. Scheiß Raketenwerfer. Der kommt hier nicht raus, der Sack. Ich jetzt eigentlich wieder diese blöde Waffe? Ey, wir haben ein paar Tage nicht gespielt. Ah, das ist nicht Rohflinte. Ich glaube, auf die Distanz wird die nicht viel bringen. Ich glaube, das wird die mit einem bescheuerten Streuschuss. Brennt da wenigstens schön? Okay. Ich muss doch, irgendeiner war da noch hier. Oh. Was ich auch cool finde im Spiel ist, wenn so eine Kanone neben dir einschlägt, dass du wirklich, dass der Ton wirklich weg ist, weil das ist ja schon laut. Warte, nehmen wir lieber das hier. Und dann hörst du ja nichts. Ich hab's. Hörst du den? Oh. Erwischt. Ist er weg? Ärger von. Ach Mist, der ist gerade weggegangen. Oh. Yeah. Der ist weg. Ach, da unten sind ja auch welche. Direkt da unten. Scheiße. Die habe ich ja voll vergessen. Okay, da ist einer. Der ist weg. Das hat mich nicht mehr erwischt. Ach, der mit Panzerung muss weg. Oh, Kacke. Bleib unten, mein Gott. Okay. Die müssen da erstmal weg. Das bringt sonst nichts. Was du nicht sagst. Scheiße. Das ist nur noch der hier unten. Die feige Rade. Ey, macht er das mit Absicht? Du Wichser, warte mal, wie ging das jetzt hier runter? Das ist mir langsam zu blöd. Wobei ich mal lieber wechsel. Andersrum hätte ich wechseln sollen. Oh, Muni! Schilde sind ausgefallen. So. Das war's jetzt aber, oder?
Musik ist wieder ruhig, dann sollte es das gewesen sein. Der wäre aber gerade mies, dass er hier so unten rumgelaufen ist, sodass du es nicht gesehen, dass du nicht, zielen konntest. Jetzt wollen wir alles an Munition einsammeln. Ich glaube, das war's dann hier. Na, wollte gerade fragen, wo sind die anderen beiden denn? Dann mal durch die nächste Tür. Jetzt hab ich mich aber erschreckt, dass wir... Oh, guck an. Ja, das mache ich gerade absichtlich. Lol. Okay, das war jetzt lustig. Kommt dann doch einer mit der Getube, weil ich gerade so extrem verzogen habe, aber ich habe mich echt erschreckt. Hier ging es nicht weiter, nein. Das würde so konzentriert, bis auf einmal wird, schießt dich einer an. Echt wäre das eigentlich recht schlecht, aber nun ja. So, da werden wir auch durchgekommen. Wir sind in der Nähe der Umweltsteuerung. Wir bringen das Heilmittel rein und schalten die Ventilatoren ein. Gut, Jacob, wenn du das so sagst, dann machen wir das auch so. Oh Gott, ich hasse diese Stelle gleich. Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder Munitionsknappheit leiden werde. Na, sie nicht herkommen! Wir Maschinen abgeschaltet! Ventilatoren kaputt! Alle ersticken und tot! Dann machen Kollektoren uns stark! Warum macht ihr das? Als ob die Kollektoren euch stark machen würden. Was wollen die Kollektoren? Kollektoren wollen Seuche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten, Heilmittel in Luft bringen, wir sie vorher töten. Ja. Sie haben uns gesehen. Schlucker muss es sein. Ich höre nichts. Wo ist der Kanonenschießer? Dann lass sie doch explodieren. Ich hab sie. Ach, das steht ja noch. Warte, ich habe den Raum gescannt. Das zentrale Kontrollsystem befindet sich in einer Nische in der Mitte der Rückwand. Dort können Sie das Heilmittel injizieren und die Systeme neu initialisieren. Ich hätte gern Munition. Thermomagazine. Das wäre irgendwie besser. Gerade keiner da? Scheiße. Das Heilmittel ist drin. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Ist der weg? Ja. Was ist die Schrotflinte hier? Oh. Oh, von irgendwoher schießt's. Von da oben. Wie schwer ist das, ganz schön fies, was? Okay, die stehen gerade echt super aufeinander. Da treffe ich sogar mal was. Haben wir's? Darf ich jetzt? Gleich schnell hinrennen, bevor die Munition verschwindet. Kann ich die auch wieder benutzen? Einer läuft. Auf zum zweiten. Los geht's.
Ich hätte mir die Meditation vielleicht mal aufsparen sollen. Nein. Autsch, das war leider ein Treffer. Ich hab sie. Das ist wieder einer mit Panzerung. Die erste habe ich jetzt aber auch erledigt. Erstmal. Ich habe die da schon wieder oben gesehen. Wow, knapp. Alter, wir sind zerwindet. Au, ich bin taub. Okay, der Krogana ist weg. Ich will keine neue Frisur. Meine Herren! Kannst du den da nicht irgendwie... Schön! Verbrennst du jetzt elendig? Immer noch nicht. Ich hab sie! Ah, die stehen so scheiße. Okay, der scheint jetzt gerade super. Der ist weg. Der ist doch tot. Die stehen nur irgendwie so komisch. Ist doch der doch da oben da. Das dürfte ihre Systeme stören. Naja, die sind keine Roboter. Ich glaube, das wird nicht so viel bringen. Oh, warte. Kogana, ich höre Kogana. Kogana? Fuck, 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 fuck. Oh. Ah. 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 Das wird sie umwerfen. Ich bin begeistert. Alter, geht doch. Da sind nur welche. Der hat wohl keine Lust hervorzukommen. Ja. Wow. Ganz ruhig. Ja, das müssten sie jetzt alle gewesen sein. So, östlicher Ventilator. Drück. Meine Ventilatoren laufen. Das war's dann wohl. Gerade noch schnell mitgenommen. Wiederbewaffnung. Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Vulture ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Nach Quatsch, wenn sie sich auch freigelassen haben. Warum soll ich sie dann erschießen? Ich habe versprochen, sie zu verschonen, wenn sie sie gehen lassen. Und ich halte meine Versprechen. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Guter Junge. Etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen. Jetzt, wo die Vulture weg sind. Ja, und dann heißt das, du kommst mit... Also, sie kommen mit uns. Das wäre ich immer doof. Im Messeffekt, im Deutschen machst du immer so sie. Also, siezen sie sich, aber im Englischen... Ja, okay, da sagen sie you, da gibt es ja diese Siezen nicht.
Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Okay, dann gehen wir mal. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Normandy. Yay! Muss ich mal warten, bis das ruhiger wird. Das kann ja nicht reden, wenn diese laute Musik kommt. Hier kann man nochmal mal sehen, was man so alles Schönes erreicht hat. Ganz viele Sachen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Ladebildschirme cool finde? Willkommen auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Sie kennen Unbekannten? Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen, weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Naja, die Menschenkolonien verschwinden, das ist doch, denke ich mal, die Hauptsache. Was jetzt Cerberus genau ist, ist dann immer so ein bisschen Nebensache. Die Kollektoren haben Kolonisten aus den Außenbereichen der Terminus-Systeme entführt. Es gab keine Notsignale und keine Anzeichen eines Angriffs. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein, verbreitet sich zu langsam. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es? Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Ja, das ist es. Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Ach ja, der liebe Morden. Mir ist aufgefallen, ich glaube wirklich, dass es jetzt weniger ruckelt. Also, mal abgesehen vom standardmäßigen Mass Effect-Ruckeln. So, Techlabor, jetzt können wir zum Techlabor. Erst mal mit Morden reden, der alten Sabbeltasche. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ein bisschen rumreden. Genau, jedes Crewmitglied bringt Updates. Wichtig. Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Vorschläge, sicher. Teuer, aber möglicherweise lohnend. Kann sie Ihnen zeigen. So, die sagen einem, was man machen kann, man muss es halt nur selber kaufen. Und das ist ruhig alles Mögliche kaufen, soweit es geht. Medikalkapazität forschen. Dann hat man das nachher. Ist immer besser. Wirklich, man sollte wirklich das Geld sich zusammensparen, alles Mögliche an Missionen machen, weil Geld ist nachher extrem wichtig. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie mit dem Labor zufrieden? Durchaus zufriedenstellend. Hab ein paar Abhörwanzen gefunden, die meisten zerstört. Die teure Miranda zurückgebracht. Nichts Unerwartetes. Brauche einfach mehr Proben. Mehr Daten über Kollektoren. Gewebeproben. Was Sie kriegen können, kann ich brauchen. Finden Sie neue Tech. Das teure hat der Miranda zurückgebracht. Mann, ist er nett. Status des Teams? Gibt es medizinische Bedenken bezüglich des Teams, von denen ich wissen sollte? Personal von Cerberus in bester Verfassung. Keine Bedenken bezüglich Team. Irgendwas ist immer, aber nichts davon beeinflusst unmittelbar die Mission. Okay, dann würde ich gerne mit Ihnen mal reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt.
Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren. Beeindruckende Laboreinrichtung. Habe es vermisst, für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmerks dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Merks. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Ja, stimmt. Wenn die hört man ja meistens schon so an. Ich kann dieses Geräusch nicht nachmachen. Man hört halt ihre Druckventile. Es muss doch frustrierend gewesen sein, auf Omega in einer so einfachen Anlage zu arbeiten. Nein, es war großartig. Einfache Anlagen sind eine Herausforderung. Möglichst viele Leute mit begrenzten Ressourcen retten. Sicherheitslücken, Gangs, Söldnertrupps und andere Schwierigkeiten. Was für ein Spaß. Die Seuche hat mich an die Grenzen gebracht. Mehr hätte ich nicht verlangen können. Natürlich rette ich auch gerne Leute, den Hilflosen helfen, Allgemeinwohl und so weiter. Angenehmer Ruhestand nach Abschluss der Arbeit bei der STG. Ja, super. Dann möchte ich gerne an seine Grenzen gehen, aber auch dabei Leuten helfen. Ist doch super. Erzählen Sie mir mehr über die Special Task Group der Salarianer. Eine anerkannte Organisation, operiert im Geheimen, kümmert sich um schwierige Aufgaben, ohne unter Aufsicht zu stehen. Aufklärung, Analyse, hin und wieder ein Attentat. Identifizierung von Problemen und Bereitstellen von Optionen zur Neutralisierung, falls nötig. Die Spectres des Rats entstanden nach dem Vorbild der Special Task Group. Sehr ähnlich. Ach ja? Inwiefern ähnlich? Salarianern fehlt es an Truppenstärke, roher Kraft und militärischem Können. Müssen stattdessen auf Tarnung und Intelligenz setzen. Den Agenten wird vertraut und weitgehender Freiraum zugebilligt. Ähnlich wie bei Spectres. Zieldefinition, dann Ausführung. Natürlich großzügiger finanziert. Wir mussten unsere Waffen nicht selbst kaufen. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschungen haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kroganer untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von kroganischen Kolonien entnommen. Ja, genau. Im ersten Teil hat man den, glaube ich, mal gesehen. Getroffen auf Würmeier war das. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Würmeier zu zerstören. Hab schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Captain. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten. Mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nichts für ungut. Ja, das ist kein Ding. Aber danke für das Gespräch. War nett, mit Ihnen zu reden, Mordin. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Er redet zwar viel ein bisschen merkwürdig, aber ich rede unheimlich gerne mit ihm. Also, ich finde das immer interessant. So, jetzt sind es doch wieder 23 Minuten. Dann werde ich hier jetzt die Folge beenden und bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn dann.